Willkommen im Scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Avestreu. Ja. Ein gewisser Onkel Börsenhauer meinte, ihr könntet mir etwas über die Räuberbande erzählen. Es wird gemunkelt, dass sie auch hinter dem Diebstahl von Salinas Diadem stecken. Könnt ihr mir vielleicht einen Hinweis geben, wo sich der Unterschlupf finden könnte? Ich suche auf Bitte von zwei jungen Burschen nach ihrem Meister. Aquorium ist sein Name. Er soll ohne sich auf eine Exkursion in den Dunkelwald aufgebrochen sein. Habt ihr eine Idee, wohin es einen Gelehrten im Dunkelwald verschlagen könnte? Ich habe unwillentlich eurem Gespräch gelauscht. Sagt, was hat mit diesem Bären auf sich, von dem hier die Rede ist? Seid gegrüßt, wird. Habt ihr ein wenig Zeit für ein paar Fragen? Fragen wir erstmal das Zweite mit den Jungs. Haha, na, da fragt er aber wirklich den Falschen. Vom magischen Belangen habe ich nun wirklich keinen Schimmer. Aber ja, er war hier und erzählte so einiges. Verstanden habe ich davon nichts. Komischer Zause, wenn ihr mich fragt. Vielleicht hat einer der Ferdocker Gardisten gesehen, wohin es ihn verschlagen hat. Kann ich euch noch etwas fragen? Nur zu, was wollt ihr wissen? Wisst ihr, wie ich möglichst rasch nach Ferdok gelangen kann? Tja, dazu müsst ihr schon mit Nando verhandeln. Er ist hier für solche Dinge zuständig. Kann ich euch noch was fragen? Was könnt ihr mir über euer schönes Städtchen um die umliegende Gegend erzählen? Aber allzu viel tut sich hier nicht. Alles in allem ein recht verschlafenes Nest. Deshalb lebe ich ja so gerne hier. Hier geht es eben noch ruhig und beschaulich zu, ohne dass man allzu lange auf eine Lieferung Helles Ferdocker warten muss. Durch diese brüstungsige Räuberbande hat dies alles natürlich ein jähes Ende gefunden. Kann ich euch noch was fragen? Erzählt mir für euch, wie seid ihr Wirt vom Schwarzen Schwert geworden? Früher einmal war ich Fuhrmann. Ich habe für die Ferdocker Brauerei diese wohltuende Köstlichkeit an die umliegenden Dörfer ausgeliefert. Mit der Zeit habe ich mich mit einem der Wirte hier in Avestreu angefreundet. Tja, und eines traurigen Tages verstarb er. Es stellte sich heraus, dass es sein letzter Wille war, dass ich das Wirtshaus nach seinem Tod weiterführen sollte. Und hier bin ich und versorge Reisende mit gutem Essen und Trinken und der ein oder anderen Plauderei. Kann ich euch noch etwas fragen? Ja. Sagt mir, was hatte sie mit diesem Bären auf sich? Nee, hab gehabt, ich wohl. Können wir nochmal so? Willkommen im Scharfen Schwert. Ja. Im besten Wirtshaus in Avestreu. Fragen wir mal nach dem Bären. Also ich habe unwillentlich euer Gespräch belauscht. Wenn ihr etwas über den Bären erfahren wollt, fragt jeder Kauzenstein. Er hat eine Belohnung für das Erlegen des Bären ausgeschrieben. Ich habe mit der Weidmannskunst wenig zu schaffen und werde es weiter noch kein Wort mehr darüber verlieren. Ihr ganz Kauzenstein, wo kann ich diesen finden? Seine Hütte liegt im Dunkelwald westlich des großen Sees. Wo ihr schon mal fragt, Jäger Kauzenstein hat sich schon seit einiger Zeit nicht mehr im Dorf blicken lassen. Könnt ihr nach ihm sehen? Kein Problem, wird gemacht. Was habe ich mir gedacht? Kann ich euch noch etwas für euch tun? Ja. Nur so, was wollt ihr wissen? Wie finde ich den Jäger? Betretet den Dunkelwald an der Stelle, wo der gefreite Lilung Wache hält. Von dort aus geht einfach in Richtung Süden, dann werdet ihr bald auf sein Haus stoßen. Okay. Und jetzt fragen wir nach der Räuberbande. Na, wo diese Halunken sie versteckt halten, weiß ich natürlich auch nicht. Ansonsten hätte ich das unserem guten Feldwebel schon längst gesteckt. Also doch, nicht Feldmarschall, sondern Feldwebel. Aber wenn ich Räuberhauptmann wäre, würde ich mich im Dunkelwald ganz im Südwesten auf dem Kahlkopf verschanzen. Das ist ein hohes Felsplateau außerhalb der Reichweite von Feldwebel Erland und seinem Mann mit gutem Überblick auf die Gegend. Ja, kann ich einen Blick auf euer Angebot werfen? Er hat Quellwasser, was man für allerlei Gebräue braucht, den Gulmon-Tee, der zum Giftheilen gut ist, und Helles Ferdocker, was plus 1 Mut, aber minus 2 Klugheit macht. Ja. Jäger Kauzenstein, das Diadem und seine Geliebte. Spüre das Räubernest auf. Nach dem Wirt des Scharfen Schwertes gibt es eigentlich nur einen Ort, wohin sich die mordende Räuberbande verkrochen haben kann. Den Kahlkopf, ein Felsplateau im Dunkelwald außerhalb der Reichweite von Feldwebel Erland und seinem Mann. Ob Trano und Salinas Diadem dort ebenfalls zu finden sind, wird sich bald zeigen. Jäger Kauzenstein, Wirt Teil vom Schwarzen Schwert, bat mich im Dunkelwald nach Jäger Kauzenstein zu suchen. Siehe nach Kauzenstein. Jäger Kauzenstein soll in der Nähe des Avestreus im Dunkelwald leben. Ja, Höhle, Jäger Kauzenstein und der Kahlkopf sind markiert. Ich kann mich aber erstmal hier auf dem großen Feld umsehen, bevor ich mich in den Dunkelwald wage. Aber erst einmal noch mit Hulana reden. Zum Donner, was ist?
Und ja, das meinte ich mit den eher groben weiblichen Charaktermodellen. ich kam nicht vorhin und hatte mit dem Wirt mitzukommen und wollte euch meine Hilfe anbieten. Hilfe, ich, haha, eine Tochter Kuckums braucht niemals Hilfe, merkt euch das. Aber ich dachte, ihr bräuchtet Hilfe bei der Suche nach einem Bärenpaar. Ich langweile mich nur, weil es nicht weiter nach Ferdok geht. Also ich hörte, dass hier ein wilder Bär auf die Dörfer losgeht, dachte ich mir, das wäre eine schöne Herausforderung und ein netter Zeitvertreib. Wenn ihr euch derart langweilt, ich habe vor, in den Dunkelwald zu ziehen. Ich bin sicher, dort wird es nicht an Herausforderungen mangeln. Bei Ronnas Schwert, wieso eigentlich nicht? Bevor ich diesen Jämmerling von einem Wirt noch weiter tragen muss. Also gut, ich bin dabei. Dann ist es beschlossen, lass uns aufbrechen. So, Gruppenmitglieder. Deine Abenteuer musst du nicht alleine bestreiten. Im Laufe der Zeit lernst du Freunde kennen, die dich auf einem Weg begleiten. Ja, sie als Freund zu bezeichnen, ist vielleicht übertrieben. So, gucken wir mal. Die Waffe in die Hand. Was hat sie dabei? Ein Haumesser und Pfeile. Ich mach das schon. Und was kann sie? Oh, sie kann Pflanzenkunde. Nicht gut, aber sie kann. Okay, die ist sehr nett und freundlich. So, jetzt gucken wir mal, wo wir einen Bären finden. Da können wir nämlich schon mal die Quest vielleicht abschließen. Wobei er meinte, die meisten Einbären wachsen am Einbärsee. Wir geben mal Einbären und so zu ihr rüber. Das können wir verkaufen, das können wir dann auch verkaufen. Das Pferd können wir auch verkaufen. Das können wir auf die zweite Seite. Ich hatte auf jeden Fall hier in der Nähe von den beiden ein paar Einbären gesehen gehabt. Oh, und Fässer. Ein Fellfetzen ist nicht schlecht. Bullmondblatt ist auch nicht schlecht. Da sind Einbären. Gute Entscheidung. Da soll sie mal versuchen, die zu sammeln. Das ist schon mal gut. Fünf weitere Einbären. Oh, da sind noch mehr Einbären. Einbären und Würselkraut. Gemacht. Okay. Amazone voraus. So, ich hätte gern ihn als Leader, aber sie hat ja, der Krämer hat ja gesagt, diese sogenannte Gaufklau-Königin ist sehr aufgedacht, dass wir nicht bei der Suche nach dem verschwundenen Diadem helfen können. Was soll ich denn tun? Wir haben ja kaum genug Leute, um das Dorf vernünftig abzusichern. Na gut, dann kann man wohl nichts machen. Ich gehe mal wieder auf Rundgang, Herr Feldwebel. Okay, die können nicht helfen. Jedenfalls nicht so wie wir.
Ah, noch ein Einbeerstrauch. Mal gucken. Haben wir hier mehr Glück? Nein. Gute Entscheidung. Sollten wir dann vielleicht erstmal ihre Sammelfähigkeiten dann etwas steigern? Bevor wir weitere Einbeeren sammeln. Ah ja, wir sind wenigstens nicht mehr alleine. Ist aber toll, wie wir rumwatscheln. Gut, wir können auch hier hinter dem... hier uns noch umgucken, ob hier noch was versteckt ist. Aber außer einem Trampelpfad und ein paar Steinen sehe ich jetzt hier so nichts Besonderes. Nö. Ja, wir kommen sicherlich noch an die drei Einbeeren, die wir brauchen. Wie gesagt, steigern ihre Bärensammelfähigkeiten. Und ja, um es noch zu sagen, die Stufe ist von den Abenteuerpunkten abhängig. Wir kriegen Abenteuerpunkte in derselben, genauso wie wir Steigerungspunkte kriegen. Also die Abenteuerpunkte und die Steigerungspunkte sind so gesehen unsere Erfahrungspunkte. Ich nehme die Sache in die Hand. Sie hat schon 470, das heißt, sie ist kurz vorm Level Up. Wir brauchen noch ein gutes Stück. Gute Entscheidung. Ja, Steigerungspunkte kriegen wir genauso wie Abenteuerpunkte. Und Steigerungspunkte brauchen wir, um Sachen zu steigern. Wie Lebenspunkte... Attributpunkte. Und unsere ganzen Talente. Das heißt, wenn wir einen Wolf töten, kriegen wir Steigerungspunkte, die wir dann gebrauchen können, um ihre Sammelfähigkeit zu bessern. Weil das ist wirklich gerade eher kontraproduktiv, dass sie die ganzen Beeren zermatschkert, die sie einsammelt. Wie gesagt, wir brauchen 10 Einbeeren für ihn. Dann haben wir genug Dukaten zu sammeln, um das Schwert führen zu lernen. Das Schwert kriegen wir dann ja auch. Und cool, wir sehen ja das Wirselkraut sogar jetzt da oben. Durch was eigentlich? Durch ihre Pflanzenkunde? Oder durchs Wildnisleben? Ah, durchs Wildnisleben, ja.
Das ist ja schon mal praktisch. Nein, Grantl, du legst nicht Hand an meinen Apfelbaum, so wahr ich Berwin Rübenfein heiße. Dein? Du bist wohl toll, das ist und war noch nie dein Apfelbaum, also tritt endlich beiseite. Na sicher ist das mein Apfelbaum. Urgroßvater Ludo Rübenfein hat ihn seinerzeit mit eigenen Händen gepflanzt. Das ist ja lächerlich. Die Ackerbolz sind praktisch die Gründer Avestreus. Also gehört uns auch dieser Baum hier. Also mach endlich Platz, Berwin. Ich habe einen Baum zu fällen. Die Ackerbolz als Gründer des Avestreus macht dich doch nicht lächerlich, Grant. Ja, machen wir mal einen Quick Save. Oh, warum auch immer wir gerade ins Menü gekommen sind.